Dann fangen wir jetzt mal an. Einfach just for fun mit Subs eine Runde 5 on 5. Auf Piranesi. Piranesi. Auf geht's, Leute. Mayonnaise. So. Move it. Schönen Kundran, fängst direkt gut an. So, alle Leute, die mitspielen und mit dabei sind. Ich bitte euch, nicht zu stream-snipen. nein. Bin auf A. Auf A, auf so, A. Muss erst on mal gucken, A. Wie ich da hinkomme. Mist, mehr Runde hätte ich doch angesagt, Leute. Haben die gerade alle Messerrunde gemacht, oder? Nein, nein, nein. Dalu hat Knife Run. Ich hab. Das ist der letzte da oben. Komm schon, Konrad. Über die. Über den Theo. Ah, nice. Juhu! Sehr schön. Pistol gewonnen. Piranesi. So, jetzt gehen wir ein bisschen am Chat. Also wir machen halt einfach mal just for fun hier jetzt ohne groß Terz. Sollten wir, wovon ich halt nicht unbedingt ausgehe, führen, weil wir ja McFly dabei haben, also groß führen, werde ich auch ein bisschen so just for fun mit Taser spielen. Das ist natürlich nur Spaß, McFly. Oh, ja, nein, ist wirklich nur ein Scherz. Was gestern hast du gut mitgemacht. Verkauft MPs. Geht halt eher so ein bisschen just for fun. Also soll es zu krass sein, werde ich halt auch ein bisschen zurückschrauben, whatever, aber ich glaube, dass wir hier auch ein paar gute Leute dabei haben und mit das gar nicht so nötig ist. Bombe Mitte. Nein, oben drin noch. Über, in diesem komischen Bogen oben. Leider die Callouts nicht gelernt. Hey, auf der Map. Eins unter dir, Theo. Ah, ja. Er hat sich versteckt, er hat sich versteckt. Aber nicht so, nicht so. Nicht so. Nee, dann machen wir das nicht. Aber die haben ja auch gleich erst Waffen und so einen Käse. Auf jeden Fall mal ist das hier unsere erste Runde, die wir so mit Zap spielen. Und da finde ich, das ist mal was anderes. Und ich hoffe, das macht euch auch Spaß. Und, würde mich auch freuen, wenn da mal mehrere Leute mit dabei sind, auch irgendwie von uns. Ist halt heute blöd, heute bin ich zwar alleine, aber ein kleiner Anfang schon mal. Und ich denke, das kann man des Öfteren machen. Und hoffe, da habt ihr auch Bock drauf. Ist vielleicht dann auch nochmal irgendwo ein Anreiz, irgendwann mal auch zu haben, mitzumachen, whatever. Ist halt, ihr unterstützt mich und da können wir halt auch noch gerne mal ein bisschen zusammen zocken. Nach B rennt einer. B. It's a B. Wo kommt der denn her? Bombe liegt Mitte. Und dann kassiert hier die Header. Ich kassiere die Header. Da kommt er hoch, Kunan, da wo du kassiert hast. Huch, das war schlecht. Reini. Ja, ist immer Tagesform abhängig beim Early Boy. Manchmal ist er lauter, manchmal ist er leiser. Nehmen wir mal hier einen Taser mit. Ja, oh, Wofka timed out. Wofka, einfach dann, wenn du gleich wieder da bist, reinconnecten. Es geht ja auch einfach eher um den Spaß. Rage Quit. Genau, hey. Rage Quit. Wofka, Daten hast du ja. Komm dann einfach wieder zurück. In
Der Taser. Oh, eins unter uns. Dahin. Hier. Nein. Hier. Wofka macht an, schreibt einer. Wofka pullt jetzt die Hex. Ah ja, und was ich euch halt bitte, wenn ihr gerade noch zuschaut, ist auch untereinander halt freundlich zu sein. Ne, es spielen unterschiedliche Ränge mit. Es, wie gesagt, es ist hier kein, ne, kein Zwang zu gewinnen oder whatever. Soll auch nicht sein. Es soll ja Spaß machen. Bedenkt dann, ihr habt unterschiedliche Ränge. Alle Leute, die eingeladen wurden, wir haben da, glaube ich, Gold 2 bis Doppel-AK. Und da sind halt auch schon ein paar Klassenunterschied und deswegen da nehmt das auch nicht zu ernst. Das ist ganz wichtig. Bitte nicht ernst nehmen, bitte keinen Streit oder whatever. Das muss nicht sein. Ich mach mal jetzt die Runde nur noch mit Pistol. Ich hoffe, das kommt nicht desrespektiert, ohne dass ich irgendwie nur Diele spiele. Soll es nicht. Ich glaube, der Stalo mit seinen Diegel-Kills, mit seinen Taser-Kills schlimm. Ist oben auf der Mauer? Wo oben auf der Mauer? Hä? Oben auf der Mauer ist doch nicht. Achso. Ich bin oben auf der Mauer. War der nicht da? Da war doch rote Punkt da. Nee, dann muss das die Etage da drunter gewesen. Es gibt ja, ist ja, ja. Zwei Etagen. Oh, ja, 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 ja. Mit unten, ganz unten drunter auf 3. Ja gut, also wirklich, ich spiele nur erstmal nur noch mit Pistole einfach nur. Move it, move it. Ja, wie gesagt, ich möchte ja wirklich nur den Spaß haben. Also es ist, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das auch irgendwie zu balancen, weil ich möchte ja auch irgendwie keinen ärgern im Gegnerteam oder whatever. Soll einfach nur, ist einfach mal was anderes und deswegen, ich glaube, da müssen wir erstmal uns ein, zwei Matches, sag ich mal, einspielen mit allen, dass das jeder auch so sieht. Kunran zum Beispiel drückt hier ja sehr gut. Ja, wie gesagt, dass ich nur Diegel spiele, soll nicht irgendwie disrespektierlich sein. McFly, lass doch nicht planten da. Alter, die Leichen, wie die hier liegen. Hilflos. Das waren zwei schöne One-Clicks. Danach habe ich allerdings nichts mehr getroffen. Ist übrigens ein 128-Tick-Server. Ja, also ihr könntet eure Settings auch hochstellen. Hätte man aber vorher machen müssen, weil die sind auch noch auf 64-Tick. Keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Da geht mehr rein. Da wird öfter berechnet. Doppelt so viel. Schnitzel, danke fürs Kompliment. Ja, ich hoffe, dass du auch mal dabei bist, wenn der Counter-Strike zockst. Wie gesagt, kann jeder mal mitmachen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir das jeden Tag sozusagen hinbekommen oder ob wir uns da ein, zwei Tage die Woche raussuchen, wo wir das mal machen, weil es geht ja auch so ungefähr eine halbe Stunde ins Land. Ja, deswegen muss man halt schauen, wie das zeitlich... Oh Gott, AWP. Wie das zeitlich am besten für alle passt. Maxi, hast du dir etwa nicht Dalos tolles Video zu den Einstellungen angeschaut? Da weigere die Antwort. Silence HP, ja. Genau. Oh ja. Irgendwo Steps auf Holz. Sorry. Wieder Sau sei. Goku Love Score. Vielen, vielen Dank fürs Subscriben und schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Oh.
Oh. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Freut mich sehr. Müssen wir erstmal eintragen. Danke, danke, danke. Daru spielt jetzt Orb, habe ich gehört. So, bin jetzt auch wieder am Start, ja. Oh, jetzt habe ich die Buy-Time verpasst. Kein Taser diese Runde für mich. Diese Map heißt Piranesi. Jetzt habe ich keine... Wieso habe ich eine Orb? Die hast du wahrscheinlich aufgehoben. Ist da auf einmal einer. Oh nein, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir echt leid. Wir haben schon wieder drei Leute da oben geholt. Ja, ich meine, es ist im Endeffekt spielst du ja auch ja, aber, einen ganz anderen Rang. Ja, aber nein, das ist doch nicht das, was ich möchte. Ich wollte doch einfach nur mit euch Spaß haben. Und das will ich wirklich nicht. Also wenn ihr das mal seht, ey, ich fühle mich mega schlecht. Wer spielt denn gerne mit seinen Subs? Das ist ja doof. Also, ich fühle mich echt mies dabei. Wenn das jetzt dadurch oder so wäre, würde ich mich freuen, ja? Würde ich hinauslachen, aber so finde ich das nicht schön. Ich glaube, wir machen Sub Wars nächstes Mal mit Challenges. Dann können wir die Challenges sogar einbinden. Sehr geil. Das wenn man... Jetzt gehe ich down. Oben auf der Tribüne. Einer oben auf der Burg. Der war schön. Der war cool. Einer über dir. Ich glaube, wenn ich tot bin, kann ich ihm gar keine Calls mehr geben. Mist, das ist glaube ich noch aus. Habt ihr mich gehört in-game? Ja, ich hab dich gemutet. Fick dich. Also ich hab dich gehört, aber ich bin auch tot. Okay. Ich weiß nicht, ob die Toten nur miteinander reden können denn. Muss Rina gleich sagen. Ja, Gaming Fish, ich wollte aber doch jedem eine Chance geben mitzuspielen. So, das ist doch eigentlich das, was ich möchte. Ich möchte ja keinen Stress machen. Ich möchte einfach nur, dass die Leute halt mit uns zocken können. Dann machen wir halt das nächste Mal mit Challenges. Also, dass wir uns da irgendwas Knackiges ausdenken oder so. DJ Flock, ich denke eher, dass es damit zu tun hat, wer so mit dabei ist. Wenn jetzt auch noch Liquid und Dadosh dabei sind, dann können die Ränge natürlich auch höher sein. Dann ist ja auch klar, dann macht es ja auch mehr Sinn. Aber jetzt war ja McFly zum Beispiel dabei, du bist ja Gold 3 und Kundran DMG und Rina und Theomodus AK. Da hat es einfach Sinn gemacht, dass wir den Rang, dass wir das so handhaben mit den Rängen. Und ja, deswegen dachte ich, das war einfach. Oder runterfallen? Nee, oder? Sorry, no Map-Kenntnis. Kein Problem. Apropos Giveaway. Ja, das hauen wir auch jetzt raus. Nein, erstmal ein Giveaway ist ja sowieso heute. Das passt ja gerade so oder so alles zusammen. Das nächste Giveaway werden ja die CSGO-Knives sein. Ihr seht ja, wir sind ja kurz vor den 300. Und das Giveaway für heute ist einfach ein schönes Mauspad. Ja, und zusätzlich ein Item aus unserem Shop nach Wahl, also sei es jetzt ein Hoodie, sei es eine Tasse, sei es ein Shirt, whatever, mit Motiv nach Wahl. Auch die schon ausverkauft sind, also die es gar nicht mehr geben sollte, auch die Motive kann man nehmen. Das ist so die einzige Chance, noch an die limitierten Shirts zu kommen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ich muss gleich Maru nämlich einmal kurz anschreiben, denn, oder Liana oder Maru, wenn ihr mich gerade hört, könnt ihr bitte den Raffle clearen, also jetzt will noch nicht Raffle schreiben, bringt nämlich noch nichts. Wird eh gelöscht. Aber vielleicht sind ja Maru oder Liana da. Die können bitte durch sein. Also in der Base ist auf jeden Fall einer, da ist er.
Entschuldigung, Wofka. Links ist einer. Ich glaube, die kommen B. Bombe ist Mitte auf der Burg. Bombe ist Mitte oben auf der Burg. Und da ist auch der andere Dude. Sind beide da gewesen. Ich schreibe mal Maru an. Vielleicht hilft er mir eben. Ah, Maru hat geschrieben, er hört mich. Maru, dann klima bitte den Raffle und mach ihn direkt. Mach direkt auf, ja. Bombe ist bei mir. So, der gute Maru hat mir gerade das Go gegeben. Sub-Giveaway ist offen. Ihr könnt also Ausrufezeichen Raffle schreiben. Also alle Subs, die gerade da sind, schreibt Ausrufezeichen Raffle. Nach dem Match ziehen wir dann einfach einen Gewinner. Nächste Mal gibt es dann halt CSGO-Knives wieder. Heute mal was anderes, mal was Allgemeines. Gibt ja alle 2 Wochen auf jeden Fall den Giveaway. Was gab's jetzt heute? Heute ein Mauspad, also auch limitiert, und ein einem aus dem Shop, also aus dem Elbster Shop nach Wahl. Also Shirt, Hoodie, Tasse, Kissen, whatever. Und auch mit den Motiven, die es nicht mehr gibt. Also die eigentlich ausverkauft sein sollten. Da kommt man nämlich noch an ein paar coole ran. Da müssen sie extra die Maschine nochmal für anschmeißen. Hey. Ja, fies. Nice, Maxi. Der ist gerade aus Mitte wieder zurückgegangen. Einer noch Mitte beim Fenster. Oh! Hey. Beide schon drauf? Ne, nur einer. Ja, Defekt, das ist halt immer, ne, das ist auch so eine Sache, da fühle ich mich auch immer schlecht, ja, wenn ich ein Giveaway mache und es machen so viele Leute mit, dass am Ende nur einer gewinnen kann, so. Ja, ist immer schade, das ist bei den Skin-Giveaways auch immer so eine Sache. Hm. Hallo, Horror. Ja, natürlich, aber das ist halt, ne, man kriegt auch dann oft an den Kopf geworfen, dass, nur weil er und sehr bla 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 und so, also, manchmal schon nicht so einfach. Wofka geht Richtung B, hat aber glaube ich nicht die Bombe. Einer ist noch oben auf der Zinne. Hodda, komm, eine Woche noch, dann bist du auch wieder da. Zocken wir wieder zusammen. Links unten in der Ecke. Wenn du reinkommst, auf den Spot links, aber es ist noch halt nur einer, ne? Einen hast du gesehen. Links, einer rechts von dir. Wenn du raufkommst auf den Spot. Just do it. Oh, oh, oh. Ja, doch, du bist immer noch Gold. Ja, 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 ja. Das ist mir auch bewusst. Nein. Solche Aktionen denn. Yes. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass du jetzt letzter warst und einfach viel, alle gucken dir zu, so ungefähr. Ja, wenn du eh als Erster stirbst, kannst du halt machen, was du willst. Weiß ja keiner, wie es passiert ist. Kann ja auch voll gut gewesen sein. Echt ein schlimmer Faktor. Mich selbst immer noch. Ich hasse es, in einem Global Match 101 der Letzte zu sein.
Weil entweder du verlierst und alle flamen dich, oder du gewinnst und alle sind sowieso davon ausgegangen. So, ja, muss ja sein. Ein bisschen Garten an. Wow! Ja. Sven, nice. Ich weiß gar nicht, ob er wusste, wo ich bin, oder ob er sich erschrocken hat und abgedrückt hat, weil er ist fast mir auf den Kopf gesprungen. A oder B, wissen wir das? Da bin ich. Ja, Kundran, ja, gleich hast du ihn. Nice. Ich hab ihn echt nur einmal getroffen. Scheiße. Jetzt hat er selbst oben einen Taser, dann macht das gar keinen Spaß mehr. Weil, wenn beide Leute sich halt tasern wollen, dann ist ja klar, dass einer getasert wird. So, es muss halt einer mit einer Knarre sein, am besten so eine AWP. Dann gehe ich jetzt woanders hin. Throwing smoke. Grenade out. Laying down smoke. Fire in the hole. Dankeschön fürs Kompliment, Firecube 3000. Digger and Low. Wer ist orange von uns? Guck mal, da in Richtung Base. Ja, genau. Da. Da war schon wieder der Taser. Oben auf dem Dach, ja. Einer ist oben auf. Letzter ist oben auf den Burgmauern. Auf der Mauer, auf der Lauer. Als letzter peinlich ist. Ach so, wenn du den Satz anders so im Koffer hast und ihn schon richtig formen willst, wenn vielleicht ein Rechtschreibfehler drin ist. Was als letzter peinlich ist, das ist so der Satz, den ich sagen wollte. Du weißt, der letzte CT auf das 2. Du weißt, der letzte CD. Der letzte ist CT auf das 2 und springt von kurz runter. Und was macht er dann? Schön im Zoom. Und du landest auf seinem Kopf. Komm, zufällig. wir hatten schon komische Situationen. Jetzt halt mit Flash. Darum spielt keine Orb. Lock and load. Ich hatte vergessen, mir eine Waffe zu kaufen. Ich brauchte eine. Kunran, du hast 16.000, du Troll. Ja, ich kaufe ja auch gerade nur Deagle. Fire in the hole. Grenade out. Die Lache mag ich nicht. Ich hab alles vorbei gesetzt. Er wusste, wo ich bin, ist mir daher gelaufen. Deswegen bin ich nur DMG und nicht höher. Über dir sind alles Gegner, Rina. Wir werden Richtung B gehen, da kommt einer. Ich weiß immer nicht, ob die mich hören. Stimmt, haben wir vergessen nachzufragen. Schöner Kill. Die Map gab es im CSGO Matchmaking nicht. Das ist eine 1.6 bzw. Counter-Strike Source Map. Und zwar eine der besten. Und schön. Und jetzt noch Digeren. Der letzten. Oh, der arme Digeren. Oh, schöner Header. Ich glaube, Digeren ist Gold 2, deswegen, das wird noch spannend, aber ich gönn's ihm. Komm, Digeren. Nein. Oh. Ich war für Digeren. Halte schlecht. Lauf weg. Oh Mann, ich hätte es ihm gegönnt. Schade. Kann man sich jetzt auch flamen? Nee, kann man nicht. Gott sei Dank. Doch, kann man. Doch, könnte kann man. Ich habe seit nett zu dir gerannt. Ja, ist nur Spaß hier. Ja? Theo. Ja, nein. Oh, ich hoffe, dass das von Theo Modus richtig aufgenommen wurde. Ist ja ein Spruch aus unserer Tryhard-Serie, die Gegner mal gebracht haben.
Rinaba, aber auch, um es auf der anderen Seite auch noch zu sehen, Eisaber schreibt schon richtig, hat Rinaba gut gemacht. War eine gute Runde. Und come on and slam! Wow! Einer kommt von hinten, Leute. Hört ihr mich? Habt ihr gehört in-game? Nee. Okay, wow, Tode können keine Calls geben, ey. Es ist eigentlich ganz praktisch manchmal. Manchmal hätte ich das gern. Manchmal. Rina. Kann ich aber auch noch ändern, die Settings. Kundran, Test, Test. Hast du mich in-game gehört? Du hast mich immer noch gemutet. Ich hab dich immer noch gemutet. Einer ist im Fenster, ne, wenn du den nicht siehst. Ja, ja. Ja. Ja, ja, nicht schlecht. Nee, nee, übel. Sag mal, wie Irina Theodos hört uns, wenn wir tot sind und ihr noch lebt? Ja. Wo hab ich die Bombe? Ja, okay. Da ist die. Okay. Kann man die ins Wasser werfen? Also damals ging es nicht, aber da es halt eine Portierung ist. Ja, es ist ja eine Portierung. Man weiß ja nicht, ob die Engine da gleich mitspielt. Sollte man nicht testen. Ist custom. Aber einer von euch kann die Bombe nehmen. Wo gehen wir hin? Wo geht ihr hin? Zwei sind oben drauf. Flash. Einer kommt durch. Oh, ich bin fast tot. Ich habe ihm einen Header gegeben oben. Oben auf dem Zinne einer low. Ja. Ah, oh, Kundran, da musst du schießen. Linke Maus. Der Schuss kam raus. Der Schuss kam nicht raus. Der hat gar nichts geschossen. Komm, lass mal B gehen. Lass mal B gehen. Also rechts rum. Nathrach kommt oben, Fenster. Einer Fenster. Langsam kann ich aber auch wieder schießen. Ja, habe ich sogar getroffen? Ich weiß nicht wie und wann, ey. Ja, auf den B-Spot zu gehen, finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja, nochmal für die Leute, die neu dazugekommen sind, Subscriber-Giveaway ist gerade offen. Zwei Sachen, wir stehen einmal kurz vor den 300 Subs, haben wir die 300 Subs erreicht, verlosen wir alle zwei Wochen ein Knife in dem Monat. Und wenn wir die 300 Subs über einen Monat hinweg halten, gibt es auch nochmal ein Huntsman Fate, das ist ja cool, aber davon erstmal abgesehen, heute gibt es ein Mauspad zu gewinnen, ja, ein limitiertes Mauspad und dazu noch ein Gegenstand nach Wahl aus dem Elbster Shop, sei es jetzt Kissen, sei es Tasse, Hoodie, whatever, das liegt ganz bei euch, gibt's noch oben mit drauf. Ja, einfach mal, heute mal nicht, was Counter-Strike bezogen ist, ist einfach mal was anderes. Wird auch in der Hinsicht später vielleicht noch Amiibos oder whatever geben. Also wirklich mal so Gaming-Kram allgemein, weil sind nämlich alle meine Zuschauer, sind ja nicht immer Counter-Strike-Zuschauer, muss man ja auch sagen. Ist ja auch gut so. Mindestens einer oben drauf. Da klaut er ihn, habt ihr's gesehen? Kundra. Ich hab dir dabei geholfen. Warum hab ich das jetzt eigentlich im... Oh Gott. Hilfe. Oh! Was ist mit der Kiste passiert? Wir gehen kaputt. In der Mitte die Kiste, meinst du, ne? Ja, die gehen kaputt. Ja, aber wie? Die Animation war echt kacke. Also, auf einmal war sie weg. Einer ist Mitte, der ist low, der hat 3-4 Hits abbekommen. Spielen wir mal mit Shotgun gleich. Boah. Das war der. Und jetzt noch Wofka, die olle Sorge. Wenn er das hört, ist er ein oller Stream-Sniper. Wofka, hast du das gehört? Das gehört, was ich gesagt habe. Oh, der arme Digeren. Bombe liegt auf B.
Ja, der läuft hier oben rum. Safe da? Jetzt nicht mehr. So, wir werden nicht wie die anderen Leute Zeit und Lust haben, also die gerade dabei sind, aber was halt noch cool wäre, ist, wenn wir vielleicht noch eine zweite Map dranhängen und dann nehmen wir Digeren ins Team, also wir drei und Digeren und Wofka. So, dann müsste ja, das müsste glaube ich auch gut funktionieren. Vielleicht aber haben Wofka sie ja Bock dazu. Ja, aber ich habe dir ja gesagt, der Wofka, der ist nicht so gut. Nein, Wofka, wie gesagt, wenn du das im Nachhinein nochmal hörst, das ist natürlich nur Spaß. Wir haben ja sogar schon mit unseren Mains mit dir gespielt. Und dann einen Wallhack. Einer von euch ist gerade von der Mauer gefallen. Was hast du da, du? Oh Gott, hier ist irgendein Fehler in der Map. Ich bin gerade bei auf den Boden gefallen. Hilfe. Sorry. Was machen wir jetzt? Wohin? Okay, uns Spot hier. Einer war im A-Fenster noch. Einer noch im A-Fenster. Oh Gott! Das ist das A-Fenster, McFly. Und. Ja, war richtig, McFly, du hast ihn doch gesehen! Du hast ihm die Granate doch fast ins Gesicht geworfen. Mittlere Fenster, ja. McFly ist konzentriert, deswegen antwortet er auf den Taunt nicht. Auch gleich da oben auf dem Fenster. Oder auf oben auf der Zinne. Ja. Das letzte. Schön, das war ganz schön wild. Mir wurde auch schon gesagt, ihr habt die Maussensibilität zu hoch. Auf was steht die? Keine Ahnung. Ziemlich hoch wahrscheinlich. Und ich spiele auch mit viel zu hoher, aber. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich hoffe, dass alle dabei sind. Komm, ihr beide müsst auch mitmachen. Das wäre schon schön. Ja. Jetzt kommt die Neger. Nagato, Mike, wäre schön, wenn das eine neue Operation wäre. AWP hinten links, Diren, da hab ich weggesniper, ey. Bisschen auf STRG, was? Und da welche Theo bei dir? Ja, Alter, einer war genau über ihm. Ja. Läuft gerade an ihm vorbei. Elmo ist in der Haus. Schönen guten Tag, Elmo. Was geht ab? Yo, yo, yo. So, und das erste Community-Match, ja, mit Subscribern endet gerade. Und wir passen die Teams nochmal an. Wie gesagt, es geht hier eigentlich, es geht ja nur um den Spaß, deswegen möchte auch hier kein was Böses oder Sonstiges. Und, wenn es euch gefallen hat, mehr Punkte als Salu. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, ja. 10 Assists, da hast du deine 10 Kills, ja.